Ja, guten Morgen, Leute. Tag 2 der Tour. Da ist mein Campground. Und erstmal einen Kaffee, schnell was gegessen. Und dann geht es auch gleich weiter. Wir haben heute ein verregnetes Wetter. Und ja, die heutige Etappe soll so bei 17 Kilometer sein. Ich werde das mal noch ein bisschen hochschrauben, so auf 20 Kilometer. Und dann gucken wir mal, was da so kommt. Ich werde gleich mein Zelt abbauen und ich werde das Ground Sheet dafür nutzen, dass ich das als Regencover für meinen Rucksack nutzen werde, weil ich keins mit habe. Gut, jetzt erstmal einen Kaffee und dann geht's auch schon weiter. Ja Leute, guckt euch das mal an. Ein Salamander. Ein Feuersalamander. Noch ganz selten zu sehen. Hübsch. Feuersalamander. So zahlreich wie hier habe ich die bislang noch nie erlebt. Genial. Die Schutz hatte gestern erwischt. Wäre ich wohl hier geblieben. Ja. Schade, dass ich die zu spät gesehen habe. Ärgerlich. Ich verlasse jetzt das Mooshäuschen. Ich hatte jetzt noch mal meine Ausrüstung ein bisschen anders zurecht generiert. Ich habe hinten jetzt auf dem Rucksack meinen Solarpanel drauf, um eine Powerbank zu laden. Und jetzt geht es ganz gemütlich und geschmeidig weiter. Das Wetter bessert sich auch. Und das ist ja schon mal alles sehr positiv. So, dann wollen wir mal gucken, was der Tag so bringt. Ich kürze gerade mal ein bisschen ab, das heißt, ich habe mir oben die eine Aussicht nicht gegeben, weil ich muss jetzt wieder berghoch und bergrunter kraxeln, um mir eine Schutzhütte anzugucken, die auf dem Dorf rausgerichtet ist. Hier hinter mir fließt die Schwarzau, das heißt, ich bin immer auf dem Fährmannerweg, sprich auf den Rundweg. Und wir haben hier sogar den europäischen Fernwanderweg E3, auf dem ich es auch gerade bewege. Zu sehen? Europäischer Fernwanderweg E3. So, und den folge ich jetzt mal ein ganzes Stück.
ist zwar jetzt hier wieder Asphalt gesperrt, aber nicht so mein Problem, weil wenn ich andauernd hier so einen Berg hochkraxeln muss, für nichts und wieder nichts, ja, nee. Da ziehe ich mal durch. Mein Ziel ist es ja hier, den Weg zu machen. Und ich bin an der Schwarze. Also von daher passt das Ganze. Nicht nur, dass ich jetzt abkürze auf den E3, sondern nein, ich bin jetzt sogar noch auf dem Pilgerweg mit. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Wusste ich vorher auch nicht, dass hier noch ein Pilgerweg durchgeht. Aber da haben wir den Pilgerweg. Und ich denke mal, ich werde heute bis zum Ziel auf den E3 bleiben. Weil klar, das ist schön, wenn ich jedes Mal auf eine Bergkuppe hochhüpfen muss, um mir eine Stadt von oben anzugucken oder ein Dorf. Ich wollte wandern und nicht bergsteigen. Gut, aber ansonsten ist das schon eine ganz gute Geschichte hier. Schade, dass ich eigentlich nur hier unterwegs bin fürs Wandern. Weil schaut mal da. Das ist doch mal ein geiler Lost Place. Da hinten das Gebäude auch. Ah, schade, aber ich bin zum Wandern hier. Na da. Aber geile Location. Gut, weiter. So, liebe Gemeinde. Ich bin wieder auf dem Panoramaweg unterwegs. Man sieht es hier. Weil der führt gleich an einer Talsperre. Dann nehme ich das bergauf, bergab jetzt gerne im Kauf, um noch ein paar richtig geile Bilder für euch zu machen. Und naja, sei es mir vergönnt, dass ich mal 6 Kilometer gecheatet habe. Aber Pilgern war auch mal schön. Und den E3 wollte ich eh schon mal laufen, aber ich glaube, das ist dann immer zu groß für mich. Gut, ich werde jetzt hier erstmal weiter auf dem Panoramaweg. Dann will ich nachher mal gucken, dass ich irgendwo in Ruhe eine Mittagspause machen kann, um das Zelt nochmal aufzubauen. Und den Schlafsack auspacken, weil das heute alles nass abgebaut wurde und der Schlafsack muss auch mal auslüften. Und das zählt immer ganz gut. Das Ziel ist gar nicht mehr so weit weg, das Tagesziel. Und ich denke mal, ich werde da auch heute wieder hinausgehen. Aber dazu später mehr. Gut. Ich melde mich, wenn ich oben am Stausee oder an der Talsperre bin. Bis denn. Ihr hört schon gerade plätschern, hier ist ein Brunnen. Und was ich hier schön finde, ist, das war hier ein Kinderprojekt. Das war ein Märchenbrunnen. Ich kann euch das mal zeigen. Hier haben die das ganz liebevoll gemacht. Hier die ganzen Märchen. Ganz schön. Auch hier. Ganz hübsch gemacht. Da oben und dann nochmal Kinderprojekt Märchenbrunnen. Bitte nicht zerstören. Auch hier sehr schön gestaltet. Und natürlich hier die 7 Zwerge. Und hier haben die Kinder kleine Brücke gebaut aus einer Quelle.
Also ich finde das sehr schön. Auch da oben der Turm mit den Lichtlein drin. Ja, das ist wirklich sehr schön gemacht. Und nebenbei kann man hier noch trinken. Das ist natürlich hier nach den Anschlägen, die ich gerade hatte. Ich hatte nämlich unten im Dorf längere Mittagspause gemacht, um meine Sachen durchzutrocknen. Und dann gleich wieder straight away bergauf. Das war schon wieder eine Hausnummer. Ich fühle mich schon wieder total ausgepowert. Aber es ging auch nur bergauf. So, gleich habe ich den Staudamm vor mir. Und dann gucken wir mal, was wir da für schöne Bilderchen machen. Jetzt sind wir oberhalb der Staumauer und der Blick ist schon grandios. Schaut mal. Da ist die Staumauer und den Rest sehen wir auch noch. Ich muss ja dann noch hoch. Das wird jetzt auch nochmal eine Kraxelei. Und das ist heute richtig warm hier. Das geht ganz gut. Also ich hatte eben so eine Gelegenheit gehabt, an diesem Märchenbrunnen Wasser zu trinken. Ich glaube, so wie ich das getrunken habe, ist es auch schon wieder gerade rausgekommen. Wow. Gut. Wir sehen uns später. Bin jetzt auf halbem Wege hoch zum Kamm. Und nur mit dir mal einen Einblick kriegt. Das ist jetzt so der Anstieg und das Gelbe, was von den Bäumen weht, das ist kein Rauch, das sind Pollen. Damit habe ich ja auch ganz schön zu kämpfen. Aber erstmal diesen mörderischen Anstieg. So geht das hier zum Teil bergauf, bergab. Also schön ist das schon, aber mörderisch anstrengend und du brauchst Wasser. Also ich habe stetig immer 2 Liter Wasser dabei, weil die brauchst du auch. Sonst hast du echt ein Problem. Puh. Guckt euch das an. Kein Dunst oder so, das sind alles Pollen. Das ganze Ding ist nur noch diese hier. So, liebe Leute. Also, ich werde nochmal cheaten, weil an den Fröbelturm ist heute eine Veranstaltung und da sind mir zu viele Leute und da habe ich dann nicht wirklich partout Lust drauf. Man hört jetzt hier schon aus der Ferne auch das Lautsprechergedösel. Und ich gehe den E3 weiter und der führt mich nach Kursdorf, das ist das Tagesziel und dann werde ich mal gucken, vielleicht zu mir da eine Pension. Bleib weiter dran. Bis dann. Tschüss. Endlich habe ich es geschafft. Ich bin aus diesem Dorf raus. Und ja, merke, nicht jede Abkürzung ist auch eine gute Abkürzung. Hätte ich mal den Fröbelturm mitgemacht. Wären zwar viele Leute gewesen, aber ich hätte mir diesen langen Aufstieg hier in diesem Dorf gespart. Okay, weiter. Ja, Leute, Umverkauf kommt oft. Für mich ist die Tour zu Ende. Trotz dass ich Gamaschen getragen habe, ist in mein Hosenbein eine Zicke reingekommen. Die hat sich unter den Wandersocken festgebissen. Und um die Zicke ringsrum ist ein roter Hof entstanden. Und ja, ich bin jetzt hier im Hotel. Ich habe das beim Duschen gesehen. Ja, und das ist für mich das Aus der Tour. Für mich geht die Sicherheit vor. Ich fahre ins Krankenhaus. Ein Freund holt mich ab. Und dann lasse ich das dort behandeln. Borreliose ist eine Sache, die muss man nicht haben. Und ich weiß, dass Jörg
sowas hat. Und auch eine Arbeitskollegin von mir hat ganz massiv mit Borreliose zu kämpfen. Und die will es gar nicht so weit ankommen lassen. Also Leute, nicht lange rumdoktern, gleich zum Fachmann gehen. Ich sage Tschüss, bis bald, euer Stefan. Thank you.